Ist jetzt die Zeit gekommen, verstärkt in die Landwirtschaft zu investieren, Volker Meinl? Ja, eindeutig würde ich sagen, Herr Nemitzsch. Die Zeit ist da und lange Zeit wurden die Bauern und die sich draußen bei Wind und Wetter wirklich auf dem Land rumgequält haben, belächelt, weil sie doch wenig bekommen haben dafür. Aber jetzt ändert sich das gerade, also scheint eine ideale Zeit zu sein. Volker Meinl, was haben Sie uns mitgebracht? Ja, ein Zertifikat auf nicht Rohstoffe direkt, sondern Rohstoffaktien. Auch das kann man sich nämlich mal überlegen. Nicht in die Rohstoffe direkt, was auch gewisse Risiken birgt, sondern in Unternehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit Rohstoffen zu tun haben. Was ist da drinnen in so einem Zertifikat? Ja, Sie haben so 20 Aktien, die sind festgelegt, auch gekappt, also ganz klar definiert. Und unter anderem ist eine John Deere, die wir eben ja auch im Film gesehen haben, eine Südzucker oder ein Tate Lyle, also durchaus bekannte große Werte sind da drin. Auf haben Sie Socken oder Kniestrümpfe an, Herr Meinl? Oh, ich bitte Sie, Socken. Ich habe natürlich Kniestrümpfe an. Wer zu Ihnen in die Sendung kommt, soll Kniestrümpfe an haben. Wegen der behaarten Waden. So, jetzt wissen wir also, das sind sogar 2 Kilometer Faden. Das wird den Investor aber nicht weiterbringen, Herr Meinl. Wie kann man an steigenden Baumwollpreisen partizipieren? Auch hier ist die Möglichkeit, über ein Zertifikat das zu tun. Es kommt vom Kollegen ABN AMRO, ein Zertifikat 1:1 zum Baumwollpreis. Aber man muss auch sehen, zuletzt lief der Baumwollpreis ja nicht so ideal. Wir haben es im Film ja gesehen, er lief eher seitwärts. Also man muss auch durchaus mal so Durststrecken mitmachen können. Und die ganzen Finanzprodukte, die Sie uns schon vorgestellt haben und die wir in der Sendung noch von Ihnen hören werden, die hat Volker Meinl natürlich aufbereitet. Die finden Sie bei uns im Internet, auch mit Verlinkung zu Volker Meinl und zur Deutschen Bank und natürlich auch im Dreisat-Text. Die Soft Commodities, also die weichen Rohstoffe wie Getreide, wachsen in Afrika wie anderswo allerdings nicht immer von selber. Häufig muss man nachhelfen, düngern vor allem. Haben Sie hier eine Idee für ein Investment, Volker Meinl? Ja, ich denke da an die Syngenta. Das ist ein Schweizer Wert, hochinteressant, Agro, Chemiewert, großes Unternehmen, also über 20.000 Mitarbeiter. Diese Aktie steht jetzt momentan bei 250 Schweizer Franken. Und die Deutsche Bank Analysten haben sie jetzt gerade hochgenommen auf 280 als Kursziel in einem Jahr. Lief übrigens auch schon ganz hervorragend, 33% in einem Jahr. Und, ist das ein Risikopapier oder ist das so ein Witwen- und Waisenpapier? Es ist ein konservatives Papier, auf jeden Fall. Und das liegt an dem konservativen Management auch, an den soliden Zahlen. Und ich nenne Ihnen einfach nur eine Eigenkapitalquote von 48%. Das ist wirklich ein gutes Papier. Steigende Nahrungsmittelpreise, der Motor für die Aktien der weichen Rohstoffe. Andererseits aber eine Belastung für alle Konsumenten. Und das betrifft auch den Kaffee, das Kultgetränk. Könnte sein, dass aus diesem Kultgetränk für alle ein Exklusivgetränk für wenige wird, Volker Meinl, weil die Bohne so teuer wird? Ja, nicht die Bohne, könnte man jetzt sagen. Ja. Aber nee, das wird möglicherweise wirklich noch lange dauern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich zu dem Kultgetränk wird und dem hochpreisigen Kultgetränk, wie Sie ihn beschreiben. Ja. Ist es eigentlich schwierig für Anleger, am Kaffee mitzuverdienen? Nö, man könnte genauso über ein Zertifikat oder auch dann Warenterminbörse das machen, aber es ist davon abzuraten, das auch wirklich zu tun, weil teilweise wirklich das Ganze auch ein bisschen intransparent ist, wenn er selbst an die Warenterminbörse geht. Da gibt es andere Alternativen. Es ist also erstmal für den Kleinanleger erstmal nichts. Nö, die direkt nicht. Man soll das mischen mit anderen Rohstoffen und dann über ein Zertifikat das zusammenbauen. Ja. Das macht mir viel mehr Sinn in dem Fall. Was fällt Ihnen zu Markenklau spontan ein, Volker Meinl? Ja, gar nicht gut. Also ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich darüber lese oder höre. Also hier muss man ganz klar dagegen vorgehen. Ja, also deutsches Engineering, deutscher Brain, deutsche Ingenieurleistung, die, naja, geklaut abwandert in andere Länder. Schauen Sie sich das an. Bis nächsten Freitag. Tschüss, salut und auf Wiedersehen.